Hallo. Hey Peter. Hi Peter. Na Peter, alles klar bei dir? So, wo war jetzt dieses Pack? Da durch. Peter hängt wieder rum. Peter. hier? Hier? Ja. Ja, ihr guckt. Können wir das Nurse Out für Raumen nehmen? So für Eileen? So. There's a phone ringing somewhere. Peter! Nicht gegenüber? Oder was war gegenüber? Ich wollte echt rausgehen. Okay. Oh, Was auf Peter, wir müssen mal kurz hier durch. Peter ist sturzbesoffen. Ich auch. Ich dachte, ich gehe mal weiter, okay? Ja. Das ist ein Fahrrad. Ich meine, ich dachte, dass es halt in der nächsten Wohnung ist oder so. Ich weiß nicht, der Fakt, dass wir jetzt irgendwie Schlüssel haben für alle Zimmer und jetzt alle Zimmer öffnen können. Oh Gott. Das ist nicht so. Oh mein Gott, ich habe jetzt. Hat der Blähung bekommen? Peter geiert? Oh, Peter geht's nicht gut. Oh, Peter hat ein bisschen zu viel. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich ans Klo soll? Nein? Nein. Oh, mein Amulett blinkt. Oh, kann ich Oh. Habe ich das jetzt ausgewählt oder habe ich es End ausgewählt? Ich weiß nicht. Ah, Peter. Oh. Das tat weh. Peter. Jetzt hätte ich es wieder. Ziehleine. Ich glaube, es kaputt gegangen. Oh. Warte. Tja. Pech. Hä? Was soll ich denn hier? Das ist anscheinend nicht der Raum. Du kannst einfach jetzt alle Räume abklammern. Ziehleine. Oh, ja. Peter. Peter, du stinkst. Bisschen. Also hier. Rat vom guten Nachbarn. Du müffelst. Also er hat diesen Kreis da gemalt, weil das ist. Du kannst jetzt die da oben alle öffnen. Haben wir aber richtig Bock drauf, du. Vielleicht hätten wir speichern sollen. Hätten wir vielleicht. Wollen wir speichern gehen? Peter. Nein. Peter, die aggressive Kuh. Soll ich speichern gehen? Geh speichern. Du hast gesehen, wie Peter an unserer Brust genuckelt hat. Diese Geister sind so eine Entscheidung, die ich einfach nicht verstehen kann. Kommt erstmal ein. Und dann beißt es dir in den Nippel. Und lässt dich. Die sind so. Die einen beißen dir in den Nippel, die Hunde beißen dir in den Arsch. Es ist so, lasst mich doch einfach alle in Ruhe, bitte. Ja, ist sehr beliebt. Unter den Monstern. Das sind keine Monster. Das sind keine Monster. Das ist schlechtes Design. Not a monster, I'm just bad design. Just ahead of the curve. Ja, das habe ich versucht zu modifizieren, verstehst du? Ah, okay. Das hat niemand verstanden, außer mir selber. Wenn du meinst. Wenn es dich glücklich macht. Es hat mich sehr glücklich gemacht, meine Witze sind immer gut. Guck mal aus dem Fenster, vielleicht fliegt da wieder der Kopf. Oh, weißt du, wo ich jetzt hingucke? Milch. An die Decke. hier rein. Oh geil, eine Decke. Die gab es bei Sims 2 nicht. Ihre Beine sind okay. Und weil ihre Beine natürlich für sie stehen, ist Eileen auch okay. It looks like Eileen is okay. Ja, das ist doch der Stoff schön. Looks like an objectified woman to me. Okay, jetzt soll ich rauskommen. Vielleicht kommt mir nochmal der Kopf. Nein, das war das andere Fenster. Vielleicht kommt hier jetzt ja der Kopf. Nee. Wir können wieder nicht nach links, oder ich jetzt? Kann fucking buggy PC-Port-Geschichte hier. Okay, ich gehe. Nee, links. Linkes Fenster. Bitte. Dieses. Da. Das. Da. Da war das nämlich. I beg you. Wie haben wir da rein... Wie haben wir das gemacht? Einfach geguckt. Ja, aber ich kann nicht. Ja, nein. Wir haben einfach standen einfach so. Und haben auch geguckt und geguckt und plötzlich kam das so. Ach so, hier so standen, meinst du? Nee, komm. Okay. Man hier nicht rennen? Nein. Oh, vielleicht. Warte, geh in den Abstellraum. Vielleicht ist unsere Waschmaschine wirklich an. Ach so, ja. Das könnte schon natürlich sein. Hört sich auf jeden Fall an, als wäre die Waschmaschine. Jetzt kommt der Jumpscare. Ja, es ist wirklich die Waschmaschine. That's a bloody business. Okay, the dryer sprayed blood. Ja, vielleicht guckst du rein. Nee, ich würde auch nicht. Jetzt hört ihr auf, weil hast du ihn ausgemacht. Okay. Naja, wir gehen. Jetzt kommt's. Ruhe. Hör jetzt auf, das immer zu sagen. Ich krieg zu viel. Ich will ein bisschen Angst. Das ist nicht... Okay. Habe ich gespeichert? Ja. Ja. Hat so Spaß gemacht hier. Ja, das Schöne. Ich habe das Gefühl, da kommt immer mehr Sound dazu, wenn wir wiederkommen.
kommt, aber immer, der war eben auch schon. Also ich mache jetzt hier alle Türen auf. It's fucking. Ja, da war noch eine Tür. Um die Ecke war noch eine Tür. Also hier jetzt. Da. Danke. Wieso? Es ist doch gut, dass die zu ist. Ich möchte nicht. Ja, aber die war klein. Das sah aus wie so ein. Okay. So, wer erwartet uns jetzt hier? Peter, Luise, Margarete. Oh. Und, okay, warte, hier ist was. Oh, ja. Nein, das sind nur die dicken Fehlen. Ich will da hinlaufen, aber okay. Er läuft da nicht hin. Okay. Oh, nix. Oh, da rechts kannst du, glaube ich, rein. Oh, super. Was sind diese Fahrstühle? No idea. Das zieht kaum was. Ja, deswegen lasse ich sie ja auch hier. Das stört die mich mal. Ja, die nerven. Also soll ich wieder rausgehen? Ja. Ja, guckt aber irgendwo, guckt er die an. Er ist wie so ein Rapper vor dem Rap. Yo! I bet I did it. Okay. Was ist das denn? Was war denn das? Ist das eine. Oh, okay. Ist das da was? Ist das ein Haar? Schön wär's. Nee, er würde hingucken, glaube ich. Yeah. Gucken. Hingucken. Genau. Ist hier einfach mal niemand, bitte. Es hört sich an, als ob das Telefon von hier kommt. Okay. Wow. Ein Eerie Glow. Sie konnten es nicht designen, deswegen müssen wir uns sagen, dass es eerie ist, weil es leider nicht eerie ist, aber, ne? So. Rennt da hier so. Oh, hier steht eine schöne Couch. Nun kann ich sie nicht sehen. So, okay. Gut, das war nix. Wir gehen wieder zurück. Guckt ja auch nirgendwo hin hier, ne? Mm-mm. Seine Schuld. Welche. Links, ja. Ja, oh Gott. Da hat jemand wieder Magenbeschwerden. Ich finde das nicht gut, dass sie jetzt in alle Räume gehen können. Ja, das ist halt so, Uppala. So. Da hat jemand ein Problem in seiner Wohnung. Oh, was ist das, eine Mural hier? Was ist hier? Was ist hier, sind das Bilder? Ich glaube, das. Ist das halt so. Kunst. Wozu sind diese Sachen hier? Ich verstehe es nicht. Lass sie doch zu. Ist das so ein Ding von wegen, wir zeigen euch. Okay. So halt. Du kannst so viel exploren, damit es halt so aussieht, als ob hier Leute leben würden. Unsere Welt hier ist lebt groß und niemand. In diesem Apartment. Naja, früher lebt. Deswegen halt. Juhu, neue Tapete. Yep. Oh. Ja. Yes. Aber halt dann. Ja, also ich würde applaudieren. It's a model gun? Was? All the guns here are just models. Aus. Oh. Ich glaube, ich will gleich wieder die. Also bist du dir sicher, dass alle. Ach so, das ist so eine Art Schießstand hier? Bist du dir sicher, dass die alle nur Models sind? Whoop, Peter! Peter! Oh, Peter! Hier kann ich nicht. Hier ist wieder ein Fahrstuhl, aber irgendwie ist nichts in diesen Fahrstühlen, oder? Nein. Ist hier ein Telefon? Hier ist eine Tür. Nee? Fenster? Gut. Peter. Peter ist ein bisschen gewaltig. Bisschen. Ich muss kurz mich konzentrieren. Wo ist die Tür? Rechts. Oh. Was ist das? Oh, Blut. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie. Nope. Not gonna get me. Also, das war completely useless. ich gehe. Guck mal auf der Karte, wir sind irgendwie durch auf der Etage. Wir sind hier durch. Ja, aber da unten ist noch dieser. Da. Wir haben die Zettel, die wir unter die Tür legen können. Gut, das bringt nichts, das bringt, glaube ich, nur uns was. Ja, wir können jetzt hier in alle Räume nach oben. Aber ich würde. Achso, 100. Was hat er denn da hinten markiert bei 105? Das ist der Superintendent's Room. Soll ich nochmal reingehen? Das hier meinst ja. du? Nein, das ist das Loch zurück ins unser Apartment. Achso. Wo klingelt. Aber ich dachte, das Telefon klingelt auf dieser Etage. Aber es klingelt anscheinend nicht auf dieser Etage. Es klingelt in seinem Kopf. Weißt du noch dieser Manga? Mit dem, wo die das Telefon im Kopf hatte? Das war ein guter Manga. Ja, wo sie mit dem Vergangenheits-Ich quasi dann telefoniert hat. Ja, ich habe von dem Typen habe ich noch 2 oder 3 weitere Mangas. Die waren auch ganz nett. Wo? Weißt du, von der Person war doch. Von dem Mangaka war doch auch das mit dem Jungen, der. Warte kurz, Luise ist da. Ist das eine Tür? Nein, es ist. Doch, das ist Luise. Das ist Luise. Oh mein Gott. Hier. Mann, das klingt jetzt doch überall. Das kann doch nicht sein.
Es ist überall gleich laut, auf jeder Etage, in jedem Gang. Es ist gleich laut. Oh, das ist hübsch. Nice. Oh, hier ist noch ein, hier ist ein Telefon. Hier ist ein Telefon. Ja, das klingelt nicht. Aber warum ist es dann hier? Hier ist eine Eerie Lamp. Cause you know, hier waren mal Leute, die haben hier gewohnt. Also hier ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Unten ist, glaube ich, am schlimmsten. Das ist nicht einfach nur eine Spielwelt kreiert, das war alles eine Geschichte. Unten würde ich. Guck mal, nochmal in der Küche. Nee. Gut. Irgendwie wird das von unten nach oben. Also es ist unten am schlimmsten und. Oder. Oh. Nee. Da liegt so einer. Hey, what's up, Buddy? Oh nein, gleich steht er auf. Deswegen habe ich ihn totgetreten. Oh. Es flüstert in meinem Öhrchen. Please. Dieses Telefon wirklich. Das hört sich hier aber sehr danach an, als wäre es hier. Oder? Rechts? Das ist aber rechts von mir. Ich höre es auf dem Becken. Ja, aber es hört sich irgendwie immer so an. Es ist halt. Es ist ein Trauerspiel. Oh, er guckt. Was ist hier? Die glotzen. Wenn du mir wenigstens. Ist das ein Energy Drink? I can't hold anymore. Ja, aber wenn er mir wirklich. Weißt du? Ich ist das? Oder. Nee, ist das eine Spraydose? Ja. Das ist ein Plot-Item. Ja. Es ist kaputt! Ich wegschmeiße. Geh mal in das R3-Menü. Ich weiß, dass man die Dinger nicht wegschmeißen kann, habe ich gelesen. Und man kann es auch nicht. Allgemein Items oder. Also ich kann sie auf dem Computer packen. Achso. Aber ich kann sie nicht, während ich hier bin, ich kann das jetzt nicht fallen lassen. Also ich kann jetzt sinnloserweise den Drink benutzen, was ich nicht möchte. Ja, dann. Ich möchte aber auch nicht wieder zurückgehen, deswegen jetzt. Ich kann auch nach oben gehen und die beiden Scraps unter die Tür legen. Mach. Was war das? 302, ne? Dann gehe ich jetzt nach oben. Dann kommen wir hier wieder. Und deswegen bin ich für Aufleveln, weil dann kann man Inventar vergrößern. Kaufen wir uns den Perk, Inventar vergrößern. Danke, Commander Cullen. Hoch! Ja, aber. Ah. Dieses Telefon, ne? Was ist das für ein Telefon, das an jedem Ort in einem riesigen Apartmentgebäude gleich laut ist? Das ist ein Telefon. Wie funktioniert der Schall in diesem Spiel? Was in deinem Kopf klingelt. Ja gut, also wenn das die Erklärung ist, bin ich dafür. Dann bin ich dabei. Es klingelt in unserem Apartment bestimmt. 301, ja. Nee, aber ach so, unter 302 kann ich jetzt ja auch reingehen. 301 kam der her. Wir können in Eileens Apartment. Nee, wir können es auch in unser Apartment. 303. Was wollen wir in unserem Apartment? Wir kennen unser Apartment. Guck mal, hier ist er auch. Oh nein, keine Scraps auf Red Paper mehr. Das muss geändert werden. Oh, sorry, ich kann das nicht. Oh. So. Da können wir ja auch. Ich meine, wir können. So. Soll ich mal reingehen? Oh nein. Ja, gut. Von der anderen Seite sind so Ketten. Es lockt von der Auf. Gar nicht die Key. So, was ist Alins Apartment? 303. Wo der Mister geklopft hat. Dann gehe ich da jetzt mal rein. Außer wenn es auch lockt. Ja, guck mal, siehst du, wie der Boden hier zerrissen ist zu ihrer Tür? Ja, und? I don't know. Oh. Ach so, stimmt, da stand ja. Ich kann jede Tür öffnen außer 303. Guck mal, wie der Schlüssel uns anlügt. Weil 302 können wir auch nicht öffnen. Weil jetzt ruhig mal schon mal kurz, kann ich auch mal kurz, ne? Ja. Oder war ich ja schon mal dran? Nee. Wenn das jetzt hier ist, ist Telefon lachig. Oh, geil, Hunde. Nee. Hier ist eigentlich doch nett. So ein Sofa gab es bei Sims 2 auf jeden Fall. Bleiben. Ich fand eigentlich das, wo die Luise sind, ist ganz nett. Oh, geil, Patronen. Ich gehe gleich nochmal kurz in das Ding, weil ich pack das weg, weil wir haben, weißt du, und ich pack dieses Amulett auch weg. Ja. Weil das braucht niemand. Guckt er? Nein. Willst du eine Pause machen? Ja. Henry möchte schlafen. Ich auch.